Er sagte zum Beispiel auch, da war ja vor kurzem ein Mann vor dem Haus und hätte das Haus also beobachtet, wäre ein bisschen eigenartig alles gewesen mit einer Sonnenbrille. Den kannte er aber nicht und er hätte wohl auch auf die Doro geschaut. Und ja, er wusste aber nicht, weiß angeblich nicht, wer das ist. Das können natürlich alles Märchen sein, aber das hat er uns gerade erzählt. Das sagt mir jetzt auch nichts. Also Doro hat mir nichts gesagt darüber. Die haben ja so ein enges Verhältnis. Ja, deswegen. Wir haben jeden Tag miteinander zu tun. Ja. Interessant, gibt es so einen Kindsvater eigentlich? Wieso die Doro? Nee, leider nicht. Der ist verstorben. Oh, das tut mir leid. Also gerade nur mal für mich, also das Foto, was wir gerade nur kurz gesehen haben, ist das der verstorbene Kindsvater, was wir gerade in der Wohnung, das haben wir ja gar nicht angesprochen. In ist der Wohnung, ja. Ja. Okay, gut. Okay. Sie können gehen, wenn wir noch irgendwelche Fragen haben, kommen wir auf Sie zu, ja? Ja, ich fahre jetzt erstmal wieder ins Krankenhaus Sachen bringen. Gut. Der Arbeitskollege des Opfers muss mit einer Anzeige wegen der Bedrohung rechnen. Dass er aber den Überfall verübt hat, halten die Beamten für unwahrscheinlich wegen seines Alibis. Ja gut, dem einen so, dem anderen so. Ja. Kann ich dann jetzt Sie bleiben im Moment noch hier. Oh. Sie sind Tatverdächtiger, Herr Lindau. Hat doch eh Zeit. Das Fluchtfahrzeug ist gefunden. Oh, der rote Kleinwagen, oder? Ja, aber er hat erstmal gesagt, wo ist das denn gefunden worden? So, wir sind alle da. Die Kollegen von Karin mit. Alles klar. Entschuldigt, Kollegen, einmal kurz zur Info. Fluchtfahrzeug aufgefunden. Auffindeort war der Kaltweg in Duisburg-Wedau, die Sportbahn. Wedau ist unten. Die Nummernschilder sind entfernt worden. Allerdings haben wir ein Foto von dem Besitzer, der das Auto als gestohlen gemeldet hat. Und da können wir anhand der Lackkratzer erkennen, dass es sich auf jeden Fall um das gestohlene Fahrzeug handelt. So. Und ich nehme an, wir haben wie gesagt keine Nummernschilder, dass das auch euer Fahrzeug ist. Auffindeort Kalfweg, Wedau. Es ist ja so, dass der Fluchtwagen, der zur Fahndung ausgeschrieben war, aufgefunden wurde. Und die Kollegin uns von der Schutzpolizei den Fundort zeigte und ihr fiel dann brennend heiß ein, dass der Fundort des Fluchtwagens ca. 200 Meter von dem Wohnort von unserer Kindsmutter weg war. Möglicherweise haben es unsere Täter auch auf das Kind abgesehen und das war eigentlich gar nicht so, wie wir erst dachten. Fahrt ihr schon mal hin und nehmt die Kollegen, die am Streifenwagen sind, bitte mit. Wir haben ja hier mehrere Täter höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, also einer ist ja schon vor Ort, ne? Wo der Ja. Deswegen für 15:25 kommen. Fahrt ihr hin, nehmt die anderen Streifen mit, wir werfen ihn noch raus hier. Die Kripo-Kommissare und ihre Kollegen befürchten, dass das abgestellte Fluchtfahrzeug mit der Mutter und ihrem Kind zusammenhängt. Der Wagen ist leer. Der Täter aber ganz in der Nähe, um seinen Plan zu vollenden. Kollegen, wo seid ihr denn? Wir sind gerade vor Ort. Egon meinte, ihr seid auch hier bei uns. Also, siehst du das? Was ist das? Ey, das ist doch nicht der! Ich fahre einmal kurz mit dem Wagen hinterher. Hey! Hey, stell mal an! Alles okay? 15:20, mach die vorne zu. Alles gut. Habt ihr eine Fess? Habt ihr eine Fess? Hab ich. Der mit Sonnenbrille getarnte Mann hatte sich zum Auto der Mutter geschlichen, in dem ihr Kind saß. Möglicherweise sollte das Baby gezielt entführt werden. Dies würde auch den Überfall auf die Babysitterin erklären. Okay. Alles in Ordnung mit dem Baby? Alles gut. Gut. Gehen Sie doch bitte mal mit meiner Kollegin mit, ne? Nimmst du sie mit zum Streifenwagen? Ja, okay. Wird alles gut. Okay. Kannst du gucken, ob du vielleicht eine RTW brauchst? Alles klar. So, erstmal vorab. Ja, Sie sind hiermit festgenommen. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Haben Sie das soweit mitbekommen? Sie müssen sich nicht selbst belasten, junger Mann. Ich bin nicht taub. Ich habe alles verstanden. Gut, dann würde ich mir einmal kurz die Brille abnehmen, wenn es auch geht. Was haben Sie A, an dieser Wohnung zu suchen und B, was haben Sie hier zu suchen? Das ist doch ein Scheißdreck, Alter. Gar nichts. Und wieso haben Sie das Kind aus dem Fenster gehängt? Kind? Was für ein Kind? Und was wollen Sie überhaupt von dem Kind? Ich habe keine Ahnung von Kindern hier. Okay, Sie haben keine Ahnung von Kindern. Sie wissen auch nicht, was hier passiert ist. Sie haben kein Kind entführt. Sie haben nicht mit einem weiteren Täter heute Morgen irgendetwas veranstaltet vor einer Wohnung oder sind da irgendwie eingebrochen, haben irgendetwas gesucht? Nee, gar nichts habe ich. Gar haben Sie gar alleine gehandelt? Alles alleine. Alles alleine? Ja, und wer ist denn der zweite Herr gewesen, der mit Ihnen weggefahren ist? Keine Ahnung.
Wir haben den festgesetzten Täter hier ja ganz kurz befragt. Der war ja absolut unkooperativ. Den übergeben wir jetzt an K. Die haben auch spezielle Vernehmungstechniken, können auch ganz deutlich sehen, wann wer lügt und was er eigentlich sagen möchte. Ursprünglich sah das für uns ja nach einem Raub aus und dass die vielleicht versucht haben, da auch die Person niederzuschlagen. Jetzt scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass es um das Kind geht. Warum hat er mein Kind? Also es sieht ja augenscheinlich so aus, dass der Täter irgendwas von ihrem Kind will. Aber warum? Dass das gar nicht unbedingt mit ihrer Freundin zu tun hat, ne? Ja, aber warum? Das haben Sie denn Feinde irgendwie? Nein. Gibt es irgendwelche Probleme? Überhaupt gar nicht. Okay, aber wichtig ist erstmal, dass Sie Ihr Kind jetzt erstmal haben, ja, ne? Ganz klar. Kann das noch mal sein. Zum Glück, aber... Die Mutter kann sich nicht erklären, wer es auf ihr Kind abgesehen haben könnte. Aufgewühlt verlangt sie bei der Gegenüberstellung eine Antwort vom Täter. So. Was willst du von meinem Kind? Deswegen, wie gesagt, ne? Schauen Sie ihn an, kennen Sie die Person? Was hat mein Baby Ihnen getan? Okay, kennen Sie diesen jungen Nein. Herrn? Nein? Okay, gut, dann nehmen wir einfach mit jetzt auf die Wache. Was willst du von meinem Kind? Von deinem Kind wollte ich gar nichts. Na, warum hast du denn mein Auto geklaut? Da war mein Baby drin. Hätte sonst was passieren können. Das ist ein schönes Auto. Okay. Ja, geht damit auf die Wache. Meine Kollegin kümmert sich um Sie. Wir müssen jetzt leider los. Ja. Ne? Kommen Sie denn selbstständig weg? Oder? Nee, kann Ihre Kollegin mich nicht finden. Klar, natürlich. Deswegen fragen wir, ob Sie selbstständig wegkommen mit Ihrem Kind bei dem Wetter. Klar, gerne. Sie kann sie mitnehmen, wir sehen uns auf der Wache. Die Theorie der Polizisten, der Täter hat zusammen mit seinem noch flüchtigen Komplizen den Überfall auf das Opfer verübt, um das Kind zu entführen. Da sich der Mann völlig unkooperativ zeigt, bringen ihn die Beamten auf der Wache zunächst in eine Arrestzelle. Die Kripo-Kommissare erfahren von der Mutter Details des kaltblütigen Tathergangs. Das muss heftig gewesen sein für Sie. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wenn Sie in der Situation da wären. Schildern Sie uns noch mal, wie das war. Ja, ich wollte eigentlich nur hochschnell Sachen holen für meine beste Freundin. Und Baby eingeschlafen gerade und dachte, ach na ja, die zwei Sekunden, rennst du schnell hoch, holst Sachen. Und als ich auf dem Weg war nach oben, war vorbei. Da habe ich nur noch gesehen, wie da ein Mann in mein Auto wollte. Und bin gleich wieder zurück und habe versucht, den aufzuhalten. Aber der ist dann los und hat mich mehr oder weniger zur Seite gedrängt mit dem Auto. Während die Befragung der 30-Jährigen lief, haben Sandra Fromme und ihre Kollegen neue Erkenntnisse über den festgenommenen Täter gewonnen. Wir haben jetzt erkennungsdienstlich behandelt. Mhm. Henning Bruck heißt er. Henning Bruck. Und die Kollegen haben bei der Durchsuchung in der Jacke noch diesen Umschlag gefunden. Sind 400 Euro drin. 400 Euro können wir zulassen, ne? Und Info liegt hier ein. Es ist vorbestraft wegen Diebstahl und Körperverletzung. Vorbestraft. Also, der hat schon ein bisschen zu dem Klappholz. Ja, gut. Passt auf jeden Fall. In die Akte gucken wir nachher mal. Ja, was hat das hier auf sich? 400 Euro im Briefumschlag ist auch selten. Man hat es normal in der Hosentasche oder im Portemonnaie, ne? Oder gar nicht. Oder gar nicht. Oder man ist vielleicht beauftragt worden. Für uns war ja immer noch die Frage offen, wer will hier ein Kind entführen und vor allen Dingen aus welcher Motivation heraus. Wir haben auch gedacht, Angriffe gelten möglicherweise der Frau, die in dem Haus verletzt auf dem Boden liegend vorgefunden wurde, oder der Mutter des Kindes oder allen. Im Nachhinein haben wir jetzt festgestellt, es dreht sich hier wohl ganz allein um das Kind, denn sonst hätte der Täter, der das Auto gestohlen hat, die Frau nicht beiseite geschoben, sondern sie ins Auto gezerrt. Das hat er nicht getan, er wollte offensichtlich das Kind. Herr Bruck, wir haben von den Kollegen gehört, dass Sie heute eine Straftat begangen haben. Sie haben versucht, eine Frau zu überfahren. Nee, ich will raus hier. Ich habe keine Lust mehr, mit euch zu reden. Bleiben Sie doch mal ruhig. Aber gar nicht angefangen. Was haben Sie da für Gründe für? Ich habe einfach keine Lust, ich habe keine Laune, heute mit euch darüber zu reden, okay? Sie haben versucht, eine Frau totzufahren. Das interessiert mich ein Scheißdreck an jetzt. Ich kann nicht, ich will hier nicht. Ich will raus hier. Was wollten Sie von der Frau? Das interessiert euch gar nichts, interessiert euch. Das ist euch gar nichts. Nee, was? Das ist ja unmöglich, mit dem zu kommunizieren. Ich dachte, dann gehen Sie mal wieder zurück in die Zelle. Das ist allein. Bringen Sie mal zurück hier. Die Kripo-Kommissare lassen den Täter in der Arrestzelle nicht aus den Augen. Mit einer Überwachungskamera können sie den Mann genauestens beobachten und seine Selbstgespräche verfolgen. Was hat er für eine Intention mit dem Kind? Die Zeit bringt sie auch manchmal. Lass ihn mal noch ein paar Stunden drin bleiben. Ja, dann können wir ja einen Arzt wegen Haftfähigkeit holen, wenn er so weitermacht. Ja, dann müssen wir das halt machen. Aber irgendwann hat er seine Energie auch verspielt. Aber was hat er denn damit zu tun? Mich interessiert auch, wer es mittäte. Wir waren ja eindeutig zu zweit. Das will. Was? Ich erzähle alles? Eigentlich hat er gesagt, warte mal einen Moment. Lass mich raus.
Jan? Wir haben gerade gehört, wie er gesagt hat, lass mich raus, ich erzähle alles. Der will noch einen zweiten Versuch starten. Jetzt ist er aber im Moment ein bisschen ruhiger. Ich vermute mal, der kommt so langsam. Haben Sie mal, momentan ist er entspannt, guck. Ja, ja. Er will raus. Ich will raus. Ja, wir müssen das jetzt ausnutzen. Alles klar, okay. Was er uns erzählen will, weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht. Warte mal, wie gehen wir denn vor? Wir haben den Briefumschlag mit den 400 Euro. Das ist schon mal ein Gegenstand, den wir ihm unter die Nase halten können. Ne? Dann wird er sich zu äußern. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, das müssen wir jetzt. Aber die 400 Euro, wo hat er die her? Wichtig ist ja mal, was will er mit dem Kind? Ja? Was hat er mit dem Kind? In welcher Beziehung steht er zu dem Kind? Was hat er überhaupt mit dem... Wir wissen ja noch überhaupt nicht, was das Kind hier für eine Rolle spielt. Nein, und wer ist der Zweite? Wer ist der zweite Mittäter, der mit dem Auto saß? Also das sind die Fakten, die halten wir mal vor der Nase. Mal sehen, wie er reagiert darauf. Den Fall haben wir leider insofern noch nicht ganz gelöst, weil wir tatsächlich hier einen zweiten Täter wohl noch haben, ja, der noch flüchtig ist, beziehungsweise noch unbekannt ist. Dementsprechend wird natürlich hier immer wieder eine Gefahr für dieses Baby bestehen. Deswegen müssen wir jetzt mal alles drauf und dran setzen, zumindest mal den zweiten Täter irgendwie zu bekommen oder zumindest mal seine Personalien herauszubekommen. So, Herr Burg. Jetzt lassen wir uns die ganze Geschichte mal in aller Ruhe angehen. Ich habe so den Eindruck, Sie haben sich überlegt, wie Sie jetzt weiter vorgehen. Wir haben beide gehört, wie Sie in der Zelle gesagt haben, lass mich hier raus, ich packe aus. Ist das richtig? Richtig. Ich glaube, da tun Sie sich einen sehr großen Gefallen mit. Wir haben verschiedene Fragen an Sie, Herr Burg. Dieser Brief hier wurde von meiner Kollegin in Ihrer Jacke gefunden. In diesem Briefumschlag sind 400 Euro. Sagen Sie uns doch mal, von wem Sie diesen Umschlag bekommen haben. Ja, von der Bank. Ja gut, das lässt sich ja herausfinden durch uns, ob das von der Bank ist. Normalerweise steckt man 400 Euro oder überhaupt Geld ins Portemonnaie oder in die Hosentasche, machen auch manche, aber in so einem Umschlag ist das schon eigenartig. Manche tun es im Portemonnaie und ich benutze einen Umschlag. Also jeder ist einem überlassen, wie man es macht, oder? Das stimmt wohl. Aber ein bisschen seltsam ist es schon, oder? Das sieht ja so aus, als hätten Sie das Geld von irgendjemand bekommen, oder? Wenn man es in so einem Briefumschlag bekommt. Wie gesagt, von der Bank. Wenn Sie sagen, Sie packen aus, dann möchte ich gerne mal von Ihnen die Frage beantwortet wissen, was wollen Sie von dem Kind? Warum haben Sie die Frau beiseite gefahren und wollten mit dem Kind abhauen? Was hat das für einen Grund? In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu dem Kind? Das erschließt sich uns noch nicht. Mir hat nur das Auto gefallen. Ich wollte das Auto mitnehmen. Auto? Ja. Und bei der ersten Tat? Herr Bruck. Das Sie vermutlich auch. Ich lasse mich ungern verarschen. Sie haben das Recht zu lügen. Das ist richtig. Aber wenn Sie sagen, Sie packen aus und erzählen weiter solche Märchengeschichten hier, dann raste ich gleich aus. Es stinkt mir dermaßen, uns hier vorzugaukeln. Sie wollen uns die Wahrheit sagen und Sie kommen hier mit solchen Geschichten. Wir hätten das Geld von der Bank und das Auto hätte Ihnen gefallen. Nee, können Sie auch wieder runtertun, wenn es Ihnen unten so gut gefällt. Nee, runter nicht mehr, nee. Sehen Sie? Das wird geschehen, das sage ich Ihnen. Dazu kann ich nichts sagen. Wo kommen die 400 Euro her? Die 400 Euro, wie gesagt, von der Bank. Wir bringen ihn wieder runter. Das hat keinen Zweck mit ihm. Bevor wir das mal machen, ich würde gerne mal mit euch gucken. Ja. Also, ich nehme den auch einmal ganz kurz raus. Ja, hast du eine Brille? Ja. Merci. Lass mal die Tür leicht offen. Meine Güte. Also, jetzt nur für mich. Also, das ist was? Was haben wir gerade bekommen? Ich habe dieses Zeichen haben schon mal gesehen. Aber was ist das jetzt gerade hier? Das ist im Prinzip... Der Briefumschlag? Wo das Geld drin war, die 400 Euro. Wisst ihr, bei wem ich das gesehen habe? Nee, aber wenn du das jetzt so fragst, sagst du die Dame, die heute Morgen angefahren wurde. Ja. Ja? Die verschwunden war. Die verschwunden war. Genau. Wo die noch nicht aus der polizeilichen Maßnahme rausgelassen wurde. Mit der Kopfverletzung. Genau, hatte definitiv dieses Zeichen auf ihrem Oberteil. Bist du ganz sicher? Zu 100%. Wir können es noch mal gucken, vielleicht im Internet. Ja, langsam kommt da Licht rein. Die Frau muss da was mit zu tun haben. Die war vor dem Haus, ist vor dem Haus angefahren worden. Aus dem Haus soll das Kind entführt werden. Dann ist es ein Briefumschlag, dessen Herkunft wir noch nicht kennen. Aber das Logo ist auf ihrer Jacke und auf dem Umschlag. Also ist das auch klar. Wollen wir mal unser Internet bemühen. Dirk Arends Idee erweist sich als Volltreffer. Dank Schlagwörter wie Blumen und Duisburg stößt er bei seiner Suche auf das abgebildete Firmenlogo und damit auch auf die Chefin des Ladens, die keine Unbekannte ist. Was? Davis Deko und Secondhand. Hey, guck mal da oben. Sag ich doch. Also. Schade, das ist ja unglaublich. Wie gesagt, das Gesicht vergesse ich nicht und genau die gleiche Haarfarbe und die Brille passt auch. Also das ist sie definitiv.
Schauen wir jetzt mal dahin. Ja. Aber wir werden da mal sprechen. Aus ermittlungstaktischen Gründen lassen die Polizisten die Mutter auf der Wache zurück. Sie wollen sich melden, sobald sie Neuigkeiten aus dem Secondhand-Laden haben. Dort treffen sie auf die Frau, die am Morgen Zeugin des Überfalls war.